So. Wir haben normale Rohre. Ja, da. So. Also du produzierst gleich oder hast schon Petroleumgas produziert. Das kommt hier raus, kommt da lang, kommt hier hinten hin und kommt gleich da rein und kann eingelagert werden. So, in dem Tank ist jetzt Petroleumgas und füllt sich langsam. Das ist schön. Das gleiche haben wir hier hinten auch. Petroleumgas kommt raus, macht einen Knick, wird unten lang geführt, kommt da hinten raus, wird da lang geführt, kommt da unten hin, geht da rein. Das läuft jetzt über ein Rohr, aber ich denke, die werden nicht schnell genug das Gas selber herstellen können, dass das ein Problem wird. Können wir ja später beobachten. So, die Nebenprodukte. Das Leichtöl kommt raus, kommt hier hin, kommt raus, kommt hier hin und kommt dann in eine Chemiefabrik, die daraus zusammen mit Wasser mehr Gas macht. Das heißt, wir brauchen von diesem Wasserdingens da wieder eine Abzwackung. Gucken wir, ob das hinhaut. Müssen wir später überprüfen. Ah, das ist wieder falsch rum. Nein, können wir nicht drehen? Nein, können wir nicht. So. Wenn wir dich jetzt einstellen auf da, genau, da Wasser. Das heißt, du musst eine Höhe wieder raus. Musst du hier einen Knick machen. Da eingesackt werden, da rausgespuckt werden. Da normales Rohr hin. Und hier wird jetzt auch wieder Petroleumgas hergestellt. Das Ganze machen wir hier jetzt nochmal. Und das Schweröl wird nach links gebracht, weil hier die Schwerölverarbeitung ist. Okay. Das heißt, Muster. Das heißt, du hast hier einen Abnehmer. Dim, 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 dim. Hier, hier, hier. Untenrum. Warte, das kann weiter. Kam es hier, kam es da. Kam es hier, kam es da. Ja, das hat jetzt nur einen Zugang. Das ist ein bisschen doof. Aber dich machen wir kurz weg. Dich machen wir dahin. So. Das heißt, auch das kommt alles nur aus einem Rohr. Also hier hängen jetzt schon drei Gasproduzenten dran an dem einen Rohr. Es wird eventuell ein paar Pumpen brauchen. Und füllt sich da auch. Gut. Ich denke mal, ein Ausgang reicht hier. Du hast nicht genug Leichtöl. Das ist vollkommen okay. Schweröl muss jetzt abtransportiert werden, muss hier hinten in Tanks. Haben wir inzwischen genug für Tanks? Ja, stell bitte Tanks her. Das heißt, Schweröl kommt raus. Geht nach links. Geht nicht nach links. Weil es sich dann automatisch damit verbindet. Das war nicht gut. du weg. Genau. Da kommt nämlich das Gas. Also müssen wir das Ganze ein tiefer nach unten versetzen. Du da lang, du da lang. Du machst hier jetzt den Knick nach da. Schweröl. Kommst du hiermit klar? Ja, kommst du. Okay, Schweröl. Du kriegst hier erstmal einen Tank. Machen wir ein bisschen tiefer, machen wir hier mal einen Tank hin. So, du füllst dich jetzt bitte mit Schweröl. Ups. So, Heavy Oil füllt sich langsam. Und das Leichtöl. Wollen wir das Leichtöl gleich auf der linken Seite mit verarbeiten und nur das Gas rüber transportieren oder auch das Leichtöl auf die Seite hier bringen und dann hier verarbeiten? Ich denke, vor Ort verarbeiten wäre am einfachsten. Ja, gut, dann ist der Tank hier vollkommen im Weg. Aber sei es drum. Wir haben ja extra Platz gelassen für solche oder ähnliche Produkte.
Zwischenfälle. Du bist da echt doof. Warte mal. Entschuldigung, du musst weg. Du kannst da temporär dir ein Nest bauen. Genau, hier wird jetzt ebenfalls wie drüben zusammen mit Wasser, das wir von oben irgendwo abzwacken müssen, zu Gas verarbeitet. Dafür brauchen wir eine Fabrik. Wo war der Wassereingang bei dem doofen Ding? Links. So, du machst bitte aus Leichtöl Gas. Kriegst da Wasser. Und das Gas muss... Das Gas müssen wir jetzt ja auch schon wegtransportieren. Du, 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 du. Gas nach da. Du. Darüber. Darüber. Da. Gas ist jetzt ebenfalls an der Leitung angeschlossen. Es wird definitiv ein Problem geben. Es sind jetzt schon 6 oder 7 Abnehmer von... Quatsch. Produzenten von Petroleumgas, die alle über ein Rohr hier laufen. Das ist, ja, gut. Also Petroleumgas direkt kommt dahin. Petroleum direkt von hier. Was? Sind die Untergrundrohre leer? Ja, schaut so aus. Und ich merke gerade, wir sind schon ganz schön lange dabei, die ganze Friemelarbeit hier zu machen. Das heißt, ich werde erstmal gleich eine kleine Pause machen. Da ist ja doch ein wenig langatmig wird mit der Zeit. Also ihr habt das System ja durchschaut. Wir hatten das ausgeteilt. Rechte Seite Petroleumgas, linke Seite Schweröl. Jetzt müssen wir nur erstmal das ganze Schweröl von rechts nach links bringen. Und das ganze Gas nach rechts. Wobei wir das Leichtöl auch erstmal in Gas umwandeln müssen. Und dann von hier ebenfalls nach da. Und dann hier in mehrere Tanks. Aber das sollte auf keinen Fall der eine da machen. Wir müssen das irgendwie so aufsplitten, dass wir gucken, wie viele Produzenten von Gas am Ende da sind. Es müssten ja 4 sein von der Raffinerie selbst und dann nochmal 4 durch die Leichtölverarbeitung. Also haben wir 8 Produzenten. Das teilen wir auf in entweder 2 oder 4 Tanks, die dann eine gleiche Anzahl von Produzenten haben, die da reinpumpen. Und von da aus können wir weiter damit arbeiten. Weil jetzt alles überein, das kann nicht gehen. Das Ding fühlt sich jetzt schon. Es hat nur einen einzigen Zyklus gearbeitet. Und trotzdem fühlt sich das da schon. Es wird gut abgehen. Aber das ist auch sehr schön, weil wir haben es ja gesehen, unten bei uns in der Fabrik, gerade Plastik und Schwefel ist immer nur so ein bisschen reingetrickelt. Und wir brauchen sehr viel davon für die ganzen Hightech-Sachen. Gerade auch blaue Chips waren das, glaube ich. Guck mal. Genau, das braucht direkt Schwefelsäure und rote Chips. Rote Chips brauchen Plastik. Lubricant. Es ist nochmal eine andere Sache. Lubricant haben wir hergestellt, glaube ich, aus Schweröl. Ich guck mal ganz kurz. Du setzt dich einfach mal irgendwo dahin. Lubricant, Heavy Oil, ja. Gehört also mit links hier rein. Noch ein Heavy Oil Abnehmer. Also wir haben Plastik, wir haben Schwefel und wir haben Lubricant. Wobei Lubricant nur für die roten Engine Blocks da sind und die roten Engine Blocks, soweit ich das sehen kann, nur für die Roboter. Und Roboter haben wir bald genug. Drück mal kurz P. Sehen wir hier irgendwo Roboterproduktion? Nee. Das ist voll creepy. Ich will echt sehen, wie viel Blautränke produziert werden. Ich will sehen, wie viele Roboter produziert werden, aber das sehe ich alles hier nicht. Ich kann auch nichts davon links oder rechts klicken. Also falls da jemand was weiß, bitte Bescheid sagen. Ich würde wirklich gerne wissen, ob ich nicht irgendwann 10.000 Roboter hergestellt habe und ich weiß es gar nicht. Weil das sind schon wieder so eine ganze Schlange von denen. Wie. Alarm rumfliegen, Alarm rummachen. Ah ja, wir werden befüllt. Sehr schön. Komm näher. Ganz viele Rotchips. Britzel 43 hoch. Das sind 20 Stück auf einem Haufen.
Ah, ist irre praktisch. Aber ja, also in den nächsten Folgen werden wir weiter oben an dem Ölsystem arbeiten, dass es möglichst reibungslos läuft. Dann modden wir das andere System ein, nutzen den Platz für mehr Akkus und mehr Solarzellen. Und sonst... Ja, Forschung. Forschung stockt immer noch. Wir kriegen immer noch keine blauen Tränke. Das ist doof. Weil was fehlt? Rote Chips. Ich habe doch gerade 50 rote Chips ins Inventar geschoben bekommen. Warum werden die denn nicht da benutzt? Ich sehe 77, also wieder auf der rechten Seite des Bildschirms, sieht man unten Logistics System Storage. Da sehe ich 78 rote Chips. Oh, sag mir jetzt nicht, dass ich das Einer-Problem hier habe. Nee, ich habe gar nichts eingestellt. Das ist auch ein dezentes Problem. Bringen bitte 10 rote Chips hierher. Wir hätten gerne blaue Tränke. Wir würden gerne Forschung betreiben. Ist irgendwie sehr sinnvoll in einem Spiel, wo es um Forschung geht. Und um Hightech. Also ja, Roboter sind toll. Anwender sind teilweise echt dumm. Genau deswegen werden die Roboter sich irgendwann erheben. Sie haben einfach keinen Nerv mehr auf die ganzen dummen Anwender. So. Also Chips werden wieder produziert, werden eingelagert. Batterien haben wir erstmal genug. Stahl geht so. Da werde ich wieder von Hand umhantieren müssen. Kupferdraht sieht sehr gut aus. Ärmchen brauchen. Was brauchst du? Auch Eisen. Jo, gib mir Eisen, 3200 Platten. Hier. Nicht alles, aber ein Großteil. Falsche Kiste. Nicht alles, aber ein Großteil. So, Ärmchen werden auch wieder hergestellt, das ist gut. Da kommt wieder so ein ganzer Schlangentrupp. Bzzz. Ist abgefahren. Wie viel seid ihr? 13. Okay. Ja. Also, nochmal. Weil ich immer wieder abgelenkt werde von den kleinen Robotern. Ölraffinerie weiterbauen, blaue Tränke sicherstellen, Forschung weitermachen. Verteidigungsanlagen. Ich sag jedes Mal, wir sollen an Verteidigungsanlagen arbeiten und ich mache es eigentlich nicht. Warum nicht? Wo ist da der Haken? Wir brauchen Batterien. Okay, Batterien ist immer so ein Ding, da haben wir nicht so viele von. Kann man ein paar hier mopsen? Können wir davon ein paar herstellen? Was war es dann auch? Steine. Wir hatten eine Steinfabrik, aber die ist leer. Das heißt, wir müssten eventuell ernsthaft losziehen und ein Steinfeld suchen. Oder gucken, ob hier noch irgendwo was rumkreucht. Und das dann ausbeuten. Weil wir brauchen Mauern. Wir sollten endlich mal die Mauern einmal außen rumziehen. Es ist ganz schön komisch, dass wir es immer noch nicht gemacht haben. Da ist Stein. Was ist das hier? Oh, Ölfässer. Das sind alles volle Ölfässer? Ach du Kacke. Ja, wir haben Öl. Gut zu wissen. Ich hätte gerne dich hier. Falsch rum. Dich gerne hier. Ich hätte gerne eine elektrische Schmelze. Weil wir dekadent sind und so. Und ich keine Lust habe, hier irgendwas mit Kohle zu befeuern. So, elektrische Schmelze. Direkt daneben. Dann hätte ich gerne hier einen Arm, der das aus der Schmelze rausnimmt und in eine Fabrik tut. Da. Fabrik. Und du stellst bitte Mauern her. Dann hätten wir gerne hier eine Kiste. Oh, warte, noch besser. Wir hätten hier gerne eine Requester, eine Active Provider Chest. So. Und packen das da hin. Und wir sagen beim Inventar, ich hätte nicht gerne 100 Bricks in meinem Inventar, sondern ich hätte gerne 100 Mauern in meinem Inventar. Das heißt, wenn das System denn hier die Steine bekommt, die Mauern bekommt, und ich irgendwann mal wieder zu Hause im Lager bin, dann werde ich durchgehend mit Mauern befüllt. Und dann sehe ich, oh, ich habe ja 100
Mauern im Inventar, den könnte ich doch mal losziehen, die Mauer bauen. Also werde ich von den Robotern indirekt befehligt, Mauern zu bauen, weil ich sie vorher so programmiert habe. Ah, sehr komisch. Sehr, sehr komisch. Aber es dürfte funktionieren. Also bis denn.